So, willkommen zu Wolfenstein The New Order, Folge 32. Wir spielen ein bisschen Burgtheater. Wir haben ja den Auftrag bekommen, in Totenkopfs Festung einzudringen, um dort die Gefangenen des Widerstandes zu befreien. Und dazu müssen wir eine Kanone abfeuern. Wir befinden uns wieder an Bord der Hammerfaust, das U-Boot des Regimes, das Top-U-Boot des Regimes. Ich frage mich allerdings, wenn das das Top-U-Boot ist und man das so relativ leicht kapern konnte, möchte ich nicht wissen, wie schlecht die anderen U-Boote sind. Aber egal. So, Wasserschloss ist auch ein schöner Name für eine Schleuse. So, ich bin im Wasserschloss. Ich habe festgestellt, das Wasser steigt immer sehr schnell da an, obwohl nur so wenig rausgesprudelt kommt. Aber naja gut, das sind Details, Kinder. Details. Damit beschäftigen wir uns jetzt nicht. Nochmal schnell geguckt in den Tutorials. Genau, ich wollte noch irgendwas nachgucken. Das ist wirklich geil. Die sieht man die ganzen Tutorials zu allen meinen Systemen, die ich inzwischen habe. Waffensysteme, Laserkraftwerk ist ja inzwischen super. Gut, dass ich zum Beispiel diesen einen Sucher gefunden habe, der war da kurz zu sehen, der Zielsucher. Der hilft nicht nur beim Zielen, sondern der verstärkt auch ungemein die Kraft dieses Dings. Damit kann man zum Beispiel diese mechanischen Soldaten oder auch eben den Robohund, irgendwie in einer der letzten Folgen, letzte oder vorletzte, konnte ich den Robodog ziemlich mit einem Schuss erledigen. Und das finde ich super. Also dass dieses Zielfernrohr war wirklich toll, dass das noch im London Nautica findet man das. Müsst ihr darauf achten, dass ihr das mitnehmt, sonst habt ihr ein Problem. So, jetzt haben wir die Kanone da, da wird jetzt irgend so ein Ding da rein. Ach so, genau, so eine Bombe, Torsionsbombe wieder reingeschmissen. Damit haben wir schon mal die Brücke bei Gibraltar ein wenig, sagen wir mal, zerlegt. Und jetzt soll eben Totenkopfs Schloss, Burg oder Festung dran glauben. Aufgetaucht. Und da ist sie auch schon. Die kennen wir schon aus den ersten Folgen. Und hier müsst ihr auch gar nicht viel machen. Einfach schießen. So, das war's schon. Dann geht's automatisch weiter. Da war jetzt nichts mit Zielen oder so. Das ist eine reine Videosequenz. Okay, an dieser Stelle sah man dann doch, handelt sich halt doch nur um Computergrafik und es war schon relativ below da, die Wände, die da einstürzen. Aber gut, sehen wir wegen der Komplexität des Spiels und der vielen Level einfach mal über dieses kleine Detail hinweg. Das macht's nicht schlechter, dieses Spiel. Da liegt noch so eine goldene, wie nennt ihr das Ding noch, ein goldener Spachtel. Heißt es so? Ja, ich glaube schon. Bauarbeiter benutzen das, Maurer benutzen das. Da bin ich noch ein paar Mal hin und her geschwommen, den wollte ich unbedingt haben. Das ist ja eine Trophäe. Und von daher bin ich da so ein bisschen rumgeeiert. Das ist eine ziemliche Strömung. Also insofern. So, goldener Spachtel, genau. So, jetzt die Leiter hoch und rein in die Burg. Da ist zu Anfang recht wenig los. Aber ihr könnt euch sicher vorstellen, dass es hier jetzt nicht mehr. Ist nicht mehr vergnügungssteuerpflichtig hier. Da geht es jetzt richtig zur Sache. Allerdings. Diese ersten Räume sind noch sehr gut für uns, weil da liegt allerlei Munition, allerlei Rüstung. Alles liegt da, tatsächlich alles. Das heißt, man sollte am Anfang wirklich den gesamten Bereich hier mit den Steinen, die hier rumliegen, durchsuchen. Da liegt wirklich von Granaten über Messer, über Kanonen, Patronen, Rüstung, da liegt alles. Einsammeln, ganz wichtig, alles, was man kann, einsammeln, bis alles voll ist, alle Speicher voll sind. Denn das werden wir gleich brauchen, schätze ich mal. Und ich weiß es natürlich schon, aber ich sag's euch noch nicht. Da liegt zum Beispiel eine 100er Rüstung. Unbedingt mitnehmen, weil die ist unglaublich wichtig. Also Rüstung ist generell wichtig. Und wie gesagt, dieser ganze untere Bereich, wo wir jetzt eingedrungen sind, strotzt nur so von Lager, also Munition. Alles liegt da rum. Das ist sehr gut. Ich habe sogar noch nicht mal alles gesehen. Ein Wurfmesser da oben auch noch mitnehmen, so. Einfach um sicher zu gehen. Also ich habe mir gedacht, wenn das da schon alles rumliegt, das hat schon irgendeinen Sinn. Es ergibt irgendeinen Sinn, dass das da liegt. Deswegen nehme ich es mal auch so weit es geht alles mit. So, dann habe ich genau zusätzlich die. Ich nehme ja immer gern. Ja gut, jetzt habe ich mal die Schrotflinte genommen, genau. Nicht die Akibo, sondern nur die einzelne. Mit Pfeil nach oben oder am Steuerkreuz nach oben kann man dann wechseln. So, jetzt habe ich also das Laserkraftwerk und die Schrotflinte. Und
einsammeln. Wir sind zwar bei Schild und Gesundheit jetzt auf vollen Werten, aber es gehen noch Granatenspeicher wäre noch. Da könnte ich noch eine nehmen. Und Munition geht natürlich auch immer noch. Das Einzige, was nicht geht an dieser Stelle, ist das Laserkraftwerk aufladen. Also das geht erst später. Aber da gibt es auch, das ist schon fair gemacht, muss man sagen. Mehr als 100 Schild geht nicht. Das ist schon fair gemacht. General wird heute Geschichte geschrieben. Also es gibt immer an passenden Stellen diese Ladestation. Da kommt erstmal Waldi, kann man schön Messer nachwerfen. Das ist schön, man kann es dann wieder einsammeln. Das heißt, es geht nicht verloren. Ich habe auch nur 2 Wurfmesser. Die Wurfmesser sind an sich nicht schlecht, wenn man sich anschleicht. Jetzt an dieser Stelle, wir schleichen im Prinzip ja nicht mehr. Also noch ja, da nehmen wir es wieder mit. Aber das wird sich ja gleich ändern. Das ist geil gemacht mit diesem Dunst, der da in der Luft hängt, von den Trümmern. Da hinten liegt Gesundheit. Aber Vorsicht, Speicherpunkt übrigens an dieser Stelle, sehr gut. Man muss also nicht neu anfangen, sollte man jetzt sterben, was durchaus an dieser Stelle passieren könnte und euch auch nicht übel genommen würde. Levelation gesehen, da wie dich die Betonsäule komplett zerlegt hat. Diesen großen Kampfsoldaten, da kann man leider nicht mit Schrot so richtig, also geht wahrscheinlich auch, aber dauert viel zu lang. Nehmt das Laserkraftwerk, geht einfach schneller. Dann verheizt aber die restliche Energie des Laserkraftwerks nicht für die einfachen Kanonenfuttersoldaten, weil die gehen ja auch mit dem Schrotgewehr oder später. Das ist besonders gut, wenn auf einen geschossen wird, dann erst die Munition wechseln. Jetzt war die Schrotmunition dann auch gleich mal leer. Ihr könnt euch vorstellen, wir dringen in das Herz von General Totenkopf ein. Da wird es nicht, sagen wir mal, die schießen auf sich selber, das ist auch gut. Da wird es nicht harmlos zugehen. Da geht es jetzt richtig zur Sache. Da laufen also die Deppen in Rudeln rum. Ich habe es mal mit Raketen versucht. Das macht einen spektakulären Effekt, wie ihr seht, bringt aber nicht viel. Deswegen bin ich ein Stück zurück, habe erstmal mein Laserkraftwerk genommen und durch den Dunst sieht man auch so wenig, ins Blinde geschossen oder ins Unbekannte. Hat aber was gebracht. So, dann tauschen wir jetzt schnell gegen, ja, kann man auch 2 nehmen, aber das ist mir einfach zu albern. Und ich glaube, in diesem Schwierigkeitsgrad braucht man das auch nicht. Ich habe das während des gesamten Spiels, wenn höchstens aus Versehen eingesetzt, aber niemals absichtlich. Und ihr seht, es ist immer noch nicht Schluss. Es geht immer noch zur Sache. Aber vielleicht schaffen wir es. In diesem Raum liegt wieder jede Menge Munition, Granaten, Rüstung, Raketen, alles, was man so braucht. Hier standen die eben auch alles. Das ist der Vorratsspeicher, der Soldatenvorratsspeicher ist das. Da liegt eine Tesla-Granate. Mitnehmen. Hier liegt kein Enigma, soweit ich weiß, aber da noch jeweils ein Helm, auf jeder Seite einer. Dann hat man zumindest ein bisschen Schild. Ach doch, da, ein Enigma-Dokument, das habe ich auch noch mitgenommen. Und da fand ich diesen Spot. Oder ich bin zu blöd an diesem PlayStation-Controller. Oder ich bin zu hektisch. Oder. Egal, wir haben es mit. Da liegen sicher auch noch mehr, aber ich habe mich jetzt mehr auf den Durchmarsch konzentriert. In diesem ganzen Bereich liegt sehr, sehr viel rum, aber wir sind munitionsmäßig recht voll. Schild könnte noch ein bisschen was gehen, deswegen da liegen ja auch noch Schilde. Erstmal in die Seitengänge gucken, ob da nicht noch heimlich jemand rumsteht. Da liegt noch ein schickes Schild mit 50, damit sind wir fast voll. Hier liegt noch Munition und Gesundheit. In den 19 Zoll Racks befinden sich irgendwelche komischen Systeme. Brauchen wir nicht so. Munition ist voll. An dieser Stelle können wir das Laserkraftwerk aufladen. Da habe ich mich wieder mit diesem komischen Waffenwählrad vertan, aber naja, egal. So, Laserkraftwerk aufladen, das brauchen wir nämlich gleich. Den kann man dann nicht aufladen. Und hier liegt noch jede Menge Munition und außerdem auch noch Rüstung. Es ist jetzt übertrieben, aber ich habe es trotzdem mitgenommen. Mehr als 100 kriegen wir nicht. Schon sieht lustig aus. Und wie gesagt, Levelation macht das Ganze noch ein bisschen schicker. Erinnert mich so ein bisschen an eine Szene von Matrix in irgendeiner in irgendeinem Foyer, wo die auch diese Balken zerschossen haben. Ich glaube, da haben die das geklaut. Huch! Hallo! Sofort wechseln auf Laserkraftwerk.
Und eigentlich, wenn ihr es schneller machen wollt als ich mache es natürlich jetzt ein bisschen spannend für euch. Wird Michi es schaffen? Wenn ihr es schneller machen wollt, nehmt ihr einfach das Zielfernrohr vom Laserkraftwerk. Dann reichen in der Regel ein, zwei Schuss. Und das Viech hat sich erledigt. Aber ich wollte es spannend machen. In Wirklichkeit habe ich es natürlich vergessen, einfach nur. Das Viech wirft auch mit Tesla-Granaten um sich. Die sehen sehr beeindruckend aus, aber ihr seht, also so richtig schnell geht die Energie nicht verloren. Also da kann es ruhig noch ein paar werfen. Warum der jetzt auf das blöde, komische Scharfschützengewehr gewechselt hat, kann ich euch allerdings auch nicht sagen. Ist wohl im Eifer des Gefechts passiert. Oder habe ich den in der Tesla-Granate? Ich glaube, der... Das war's schon. Ach, okay. Dann habe ich den mit einer Tesla-Granate noch ein paar Schüsschen erledigt. Und alles wieder aufladen. Immer wichtig. Aufladen, aufladen, aufladen. Auch das Ding, wobei, ehrlich gesagt, ganz ehrlich, ich brauche das kaum. Das hat mir auf dem Mond ein bisschen was gebracht, aber hier in diesem Level und in dieser Schwierigkeitsstufe braucht man das nicht. Und dann bin ich wieder durcheinander gekommen. Es ist so, wenn man zwischen zwei Waffen wechseln will, muss man die, zwischen denen man wechseln will, es ist total blöd, man muss die auswählen, die man behalten will, dann das Waffenrad öffnen und die zusätzliche, mit der man tauschen will, also immer hin und her wechseln will, auswählen. Da bin ich vollkommen durcheinander gekommen. Deswegen stehe ich hier erstmal so ein bisschen deppert rum, wechsle meine Waffen. Aber also, wenn man das Laserkraftwerk haben möchte und zusätzlich das Sturmgewehr, wählt man das Sturmgewehr aus, sodass er es in der Hand hat, holt dann das Waffenrad und wählt im Waffenrad noch das Sturmgewehr aus und dann kann man mit der Dreieckstaste zwischen den Waffen wählen. Das, ja, jetzt so, genau so geht es. Und so, genau, jetzt kann ich zwischen den beiden wählen. Das wollte ich nämlich. Ich wollte mein Sturmgewehr haben und das Laserkraftwerk. Hier, der Robotersoldat hat schön Schild verloren. Das nehmen wir natürlich mit. Wir nehmen eigentlich immer alles mit, was da so liegt. Schön die Betonpfeiler zerschossen. So, wir haben das Modell Totenkopf freigeschaltet. An dieser Stelle gibt es gleich einen Scharnitt, weil ich einmal gestorben bin. Soll vorkommen, kommt vor und ich will euch nicht vorgaukeln. Also man könnte, ich bearbeite das ja mit Final Cut Pro nachträglich. Ich glaube, man könnte es so hinkriegen, dass man es nicht merkt. Kein Problem. Aber warum soll ich euch da abbescheißen? Also ihr seht, an der Stelle einmal geschnitten. Da kommt, ist aber ein Speicherpunkt auch. Logisch, ne? Wenn man gestorben ist, kommt man ja da zurück. Jetzt schon wieder dieses blöde Dingensgewehr, das niemand braucht. Das ist wichtig. Und das Sturmgewehr, genau. Und jetzt habe ich es ja kapiert. Also jetzt das Sturmgewehr auswählen und schon kann ich zwischen Laserkraftwerk und Sturmgewehr wechseln. Und da ich ja jetzt an dieser Stelle schon weiß, was auf mich zukommt, ihr aber nicht, sage ich erstmal auch nichts. Da ein dicker Soldat. Wir machen uns mal bemerkbar, sagen Hallöchen. Und jetzt nehmen wir einfach dieses Laserkraftwerk und das hat ja so eine Zielerfassung mit dem Zielfernrohr. Ja, da ist natürlich wieder die Kanonen auf Spatzenhirne schießen, aber das, ja, na gut. Also jetzt müssen wir es aufladen. Gut, dass da draußen gleich so eine Station ist. Na komm. Er will nicht. So. Und diesen Monster-Soldaten, den kriegt man mit Zielfernrohr mit einem Schuss. Wenn man dieses Zielfernrohr hat, und natürlich noch die ganzen anderen Gadgets, die ich da an der Kanone habe, dann ist man echt fein raus. Pass auf. Zielfernrohr mit L1. Hinsehen, zielen und schießen. Ein Schuss. Gesehen. Da ist jetzt noch rechts so eine Maschinengewehr. Aber ich lade erstmal meinen Dings da wieder auf, weil dann kann ich das damit schaffen möglicherweise. Und dann sehen wir Wider. Genau. Ach, da ist noch einer, richtig, den habe ich vergessen. Also schnell wechseln. Das kann man in Ruhe draußen machen. Der kommt dann nicht durch die Tür. Ein Schuss erledigt. Allerdings ist dann auch das Laserkraftwerk so gut wie leer. Das darf man, also ist der Nachteil daran. Man kann diese großen Maschinensoldaten da mit einem Schuss erledigen, muss dann aber sofort nachladen oder fast sofort nachladen, weil die dann das Ding dann einfach leer. So, jetzt ist dann noch diese eine Kanone. Da bin ich dann einfach rein und habe, glaube ich, auch das Laserkraftwerk benutzt. Geht natürlich auch für solche Gegner. Ah, der steht da einfach nur. Genau. Und da war auch nur ein Schuss nötig. Allerdings ist es jetzt wieder leer. Diesmal habe ich mich aber nicht drum gekümmert, weil da sind auch Aufladestationen. Da musste ich nicht wieder zurückrennen.
herrscht ein Gewitterchen. An dieser Stelle wieder ein bisschen was einsammeln, was geht. Da kommen gleich noch welche, aber erstmal Schild und so weiter einsammeln, das kann nicht schaden. Tesla-Granaten, Munition. Liegt genug da. Da kommen sie nämlich, da stehen sie schon. Man hat das Füßchen schon gesehen und Gott sei Dank habe ich die große Kanone. In diesem Fall wieder Gott sei Dank. Und jetzt haben die Deppen sich bemerkbar gemacht und das war eben ihr Fehler. So. Wie viele Soldaten sie auch töten, wie viel Beton sie auch zerstören, sie werden mein Erbe niemals beschmutzen. Ich habe ein neues Zeitalter eingeläutet. Ein Zeitalter der Vernunft, der Reinheit, der Stärke. Solltet ihr Schild brauchen, also das Geblubber von dem hören wir uns jetzt nicht an, also das Schild da, solltet ihr noch Schild brauchen, da oben bei dem Maschinengewehr liegt noch eine dicke Rüstung. Jetzt müssen wir, genau, das Ding brauchen wir nicht mehr, schon wieder die, ich will's nicht, nehmen wir doch die große Kanone wieder. Ich glaube, das ist so eine automatische Waffenauswahl, das nervt mich sowieso kolossal, wenn das System mir Waffen vorschlägt, das möchte ich leider selber wählen, auch wenn es mal hektisch wird. Da ist mein Knopf für die Tür da hinten. Dann geht die auf und dann können wir weitergehen. Das sieht alles noch so ein bisschen im Bau befindlich aus. Da ist also noch nicht fertig gebaut. Keine Ahnung, was da gebaut werden sollte. So, hier geht's weiter und hier geht's nochmal richtig zur Sache. Speicherpunkt, sehr gut. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ist in diesem Raum nicht... Also sagen wir mal so, da wird keine Blumenschau gezeigt, um es freundlich auszudrücken. Sondern da möchte man nur Böses von mir, für mich. Okay, den habe ich nicht mit einem Schuss erledigen können, aber keine Panik, keine Panik. Den Raum verlassen, zurück. Hier sind Aufladegeräte, das müssen wir einfach jetzt mehrfach durchziehen. Das ist aber gar kein Problem. Also hier darf man nicht in Panik verfallen. Das ist im Grunde, wenn man die richtigen Waffen hat und sich ausgerüstet hat, dann kann man das mit in Ruhe schaffen. Und ihr seht ja, mit dem Laserkraftwerk ist das alles kein Problem. Nimmt man der Reihe nach die Typen auseinander. Da kommen auch einfache Soldaten noch, die man dann mit dem anderen Gewehr erschießen kann. Zwischendurch mal eine Tesla-Granate werfen, einfach mal, weil ich es kann. Weil es geht. Da steht der Große. Aber ihr seht, der ist so groß, da reicht nicht ein Schuss. Aber es ist der richtige Weg. So macht man das. Und dann immer schnell wieder aufladen. Der kommt nicht in diesen Raum rein, da ist die Tür für zu klein. Und ich glaube auch nicht, dass er sie durch kaputt tritt oder so. Er steht einfach da. Guck, das war's schon. Also im Grunde haben wir den dreimal behakt oder dreieinhalb Mal. Und dann war's das. So, aber immer wieder aufladen. Das ist ganz, ganz wichtig, aber das kennt ihr ja jetzt schon. Muss ich ja nicht immer sagen. Okay. Munition. Ach, und Raketen gab es auch. So, da liegt schon jede Menge Krempel rum. Das sind ja also entweder Munition, Raketen, Schild, alles Mögliche. So, immer schön mitnehmen. Und hier rechts durch den Durchgang, da gibt's halt, da wartet halt das Böse. Da muss man also aufpassen. Da passiert noch mehr so. Schild sind wir voll, das ist gut. Das ist an dieser Stelle wirklich wichtig. Da kommen nämlich noch mehr von diesen Fraggles. Und ihr seht, wie sich hier die Wände auch zerlegen. Das heißt, die unmittelbar bieten keine Deckung. So. Ich habe mir gedacht, scheiß aufs Laserkraftwerk jetzt. Aber ihr könnt euch vorstellen, da, die geben nicht so schnell auf und da sind noch mehr. Da kommt schon wieder so einer. Das heißt also doch nochmal zum Laserkraftwerk. Schön durch die Tür gerannt. Schön gegen die Tür gerannt. Ja, auch schön. Nein. So, also das ist im Prinzip ist das nur Sisyphus-Arbeit. Also man muss das immer wieder aufladen, dann da wieder rein. Es gibt sicherlich Hardcore-Gamer, die das anders machen. Ja, da bin ich. Die haben auch keine neuen Sprüche drauf. Also die das vielleicht in einem Rutsch durchspielen oder so, da immer wieder rein. Ich mache das halt so. Ist halt meine Taktik. Auf jeden Fall überlebe ich so länger, denn gestorben bin ich an dieser Stelle nicht, wie ihr seht. Da konnte ich nichts für. Da ist einer vor mir langgelaufen. Der hat halt Pech gehabt. Jetzt muss ich doch nochmal aufladen, dieser Blödmann da. Aber hat er halt Pech. So. Aufladen, aufladen, aufladen. Und jetzt weiter.
Ja, oh, da ist er. Zielfernrohr und ein Schuss oder zwei. So, ich weiß nicht, ob ich es jetzt nochmal... Also wie gesagt, das ist aber noch nicht. Also keine Sorge, da war, das war es noch nicht. Da sind in den kleinen NPC-Lagerräumen stehen noch ein paar. Ich einfach mal eine Granate, ist auch gut. Jetzt mal auch sinnvoll. Wobei, den, der hat es nicht... Den musste ich dann doch noch so erlegen. Nicht glauben, dass es das schon war. Da kommen immer noch welche. Da. Von oben. Aber es sind nur noch Versprengte. Und das hatte ich in den allerersten Folgen ja auch immer mal erzählt. Das ist schon so lange her, dass ich die ersten Folgen gespielt habe. Ich überlege gerade. Ich hatte das erzählt, dass die eben eine bestimmte Anzahl von Nicht-Spielercharakteren haben. Und das wird nicht wieder aufgefüllt. Zumindest jetzt noch nicht. Könnte natürlich immer noch kommen, aber ich glaube, also das wäre unfair, wenn sie das jetzt ändern würden, diese Taktik und dieser so einen unendlichen NPC-Speicher hätten. Ich glaube, das wäre, also da macht es auch keinen Spaß. Das wäre auch nicht, also im Sinne von, also von Fairheit bei so einem Spiel reden, ist auch immer schwierig, weil ich meine, im Prinzip haben die anderen ja keine Chance, aber es sind ja auch keine echten Spieler. Es sind ja nur Pixelhaufen und die brauchen ja auch keine Chance haben, denn die Pixel überleben ja weiter. Die werden ja recycelt. Sind ja nur Bits, die da umkippen, von 0 auf 1 und 1 auf 0, die bleiben ja erhalten. Insofern haben sie doch eine Chance. Das ist eine philosophische Frage, ne? Wenn so ein Pixel, das jetzt einen Gegner darstellt und in der nächsten Minute, von der Grafikkarte, vom Bildspeicher, ein Pixel ist ja jederzeit, kann ja jederzeit was anderes sein. Kann einmal ein Teil eines Gegners sein, kann aber auch mein Arm sein, meine Munition, meine Waffe. Ach, reden wir nicht über diese philosophischen Dinge, aber es ist schon interessant. Ihr merkt, ich bin also nicht nur so der tumbe Ballerfreund, sondern ich mache mir da auch tiefsinnige Gedanken zu. Und ihr merkt, ich überbrücke, weil gerade nicht so viel los ist. Okay, aber es geht weiter. Erstmal alles untersuchen, da liegt eine Menge Zeug rum, das ist wichtig. Also es wäre schon gut, wenn man das alles dabei hat, die ganze Munition. Also die Munition sind wir, glaube ich, voll. Gesundheit geht ja immer, gibt ja diesen Medischock, das ist wirklich manchmal ganz hilfreich. Wobei Gesundheit schneller verloren geht als Rüstung, deswegen ist das auch egal. Und vor allem der Medischock geht ja auch von alleine wieder zurück. Also der, wenn man... Da war noch einer. Da. Warum ruft er? Ist niemand mehr, dem er das erzählen kann. Vor allem hat er nicht gemerkt, dass ich hinter ihm bin. Er denkt immer noch... So sind sie halt programmiert. Ich komme noch durch den Gang, aber deswegen... So. Ja. Reden wir nicht philosophisch. Es ist ein Ballerspiel. Deswegen habe ich ihn erschossen. Normalerweise mit dem Rücken zu mir, der war eigentlich raus. So, hier liegt noch jede Menge Zeug. Hier war der Lagerraum für die NPCs. Sag ich mal. Und ich habe aber trotzdem nochmal schnell geguckt. Na gut. Also klar, dann geht es da unten weiter. Da liegt noch Gesundheit, es wäre ein Medischock. Ich dachte mir, warum nicht? Wir kommen in die Labore. Ah nee, noch nicht, Entschuldigung. Da kommen wir in die Labore, da ist aber ein Knopf, den wir drücken müssen. Also diesen Hebel. Und immer aufpassen, diese Hebel funktionieren so lange, wie man sie festhält. Sobald man sie loslässt, geht das Tor wieder zu. Und ich habe natürlich sofort gedacht, da kommen gleich 12. Kam aber niemand. Die Hauptverteidigung habe ich durchbrochen. Deswegen kommt hier niemand mehr. Da hinten, das sieht ein bisschen aus wie bei Independence Day, finde ich. Da haben sie ein bisschen... Oder bei Alien. Alien. Ich glaube, zweiter Teil. Aliens. Wo die in so Gläsern gezüchtet wurden. Ja, wir untersuchen diese Räume. Aber ihr seht, da ist nicht viel. Da gibt es noch eine Ladestation. Ich schätze mal, auch hier wieder höherer Schwierigkeitsgrad, mehr Action. Stattdessen kann man sich das in Ruhe mal angucken. Da so ein Gehirn mit... Nee, das sind einfach... Nee, das stimmt, das sind keine Aliens. Das ist ein Gehirn mit Wirbelsäule. Ja, da werden halt diese Maschinensoldaten gezüchtet. Des Regimes. Das gab es ja immer schon in diesen Shootern. Und auch gerade so in Doom und so war das ja auch schon immer so. Da war das noch nicht so detailliert, ne? Das war so ein bisschen Anspielung an Leonardo da Vinci.
Der hat ja auch diesen Menschen gemalt. So, und an dieser Stelle kann ich sagen, ist der Level dann auch gleich vorbei. Und wir sehen uns morgen wieder und dann erfahrt ihr, wie es weitergeht bei Wolfenstein The New Order mit meinem Let's Play. Macht's gut, bis dann. Scheiße.